Miau, willkommen zurück zu Cosmo. Neue Runde, neues Glück. Moin. So. The ice in this cave is very, very slippery. Yep, das weiß ich. Gerade war es ein bisschen lustig. Hat geklingelt und mein Nachbar stand an der Tür. Und hat gemeint, ob ein Päckchen für ihn abgegeben wurde. Habe ich ihn verwirrt angeguckt, habe gesagt, nee. Guckt auf seinen Zettel. Da steht auch ein ganz anderer Nachbar tatsächlich drauf. Und ich glaube, ich hatte in den letzten Wochen 4, 5 Päckchen immer wieder für ihn. Hat er jetzt gar nicht mehr überhaupt auf den Zettel geguckt, bei wem das Päckchen gelandet ist. Kann man einfach klingeln. Ja, war ihm sehr peinlich, aber macht ja nichts. Ich bin auch immer froh, wenn Nachbar meine Päckchen annehmen. Ich habe eine neue Brille bestellt. Ich hoffe mal, die kommt bald an. Es gibt ja nicht viele Tage, an denen ich nicht zu Hause bin derzeit. Aber Päckchen kommen eigentlich immer an denen ich nicht da bin. Ich bin immer froh, wenn irgendein Nachbar stattdessen daheim ist. Blöd ist nur, wenn manche Nachbarn dann ihre Päckchen einfach nicht abholen kommen. Das kann ich ja auch nicht leiden. Ich hatte das ja in meiner vorletzten Wohnung, dass ich mal 2 Wochen lang ein Päckchen für einen Nachbar hatte. Und ich bin dann auch mehrmals klingeln gegangen. Und irgendwann konnte ich ihm dann das Päckchen wiedergeben. Also das fand ich auch ein bisschen dreist. Habe ich auch gedacht, was soll das denn? Kannst du mir nicht erzählen, dass der nie da ist? Und es war auch Semesterferien, also ich war immer da. Du bestellst ja nichts, wenn du weißt, du bist irgendwie 2 Wochen verreist oder so. Dann könntest du es ja nicht mehr in der Post abholen. Komm schon. Hallo. Ja, da bin ich. Moin. Die hier erledigen wir auch noch. Die werden noch echt zur Plage hier in dem Level. So. Vor allem mit diesem rutschigen Eis. Hallo. Ja, moin. Manche brauchen nur einen Treffer, weiß ich nicht. Und die anderen kullern dann davon und mit ihnen die Punkte, die ich durch sie haben könnte. Naja. Könnt ihr mir mal einen Gefallen tun? Ich will mal gucken, wie gut es funktioniert. Ich würde euch jetzt alle bitten, schickt mal dem Matti einen Tweet, in den ihr schreibt, Bananenäffchen. Bitte macht es einfach mal. Ich will einfach mal gucken, wie viele das hier jetzt machen, wie viele das mitkriegen und es tatsächlich in die Tat umsetzen. Einfach mal dem Matti einen Streich spielen, damit er sich fragt, warum zur Hölle schreiben mir alle Leute Bananenäffchen? Bitte macht es mal, es wäre so lustig. Ich frage mich das nämlich immer bei LeFloid. Der sendet ja am Ende immer irgendeinen völlig unsinnigen Hashtag aus, den die Leute dann twittern sollen. Und ich möchte mal schauen, wie viele Tweets wir hier zusammenkriegen können. Aber nicht mich erwähnen und gar nichts, ja? Einfach nur Bananenäffchen. Ohne jeglichen Kontext. Ich find's schön. Ich werde euch beobachten. Hättet ihr gern so Saugnapfhände? Ich meine, hier in solchen Gegenden ist das ja sehr praktisch, aber wann sonst bräuchte man sowas? Fick dich. Kackblume. Also ich glaube ehrlich gesagt, es gibt nicht viele Momente in meinem Leben, in denen ich irgendwie an sowas runterrutschen müsste. Vielleicht kann man damit gut Fenster putzen? Weiß ich nicht. Ich glaube, da habe ich lieber meine Hände wie... Wie ernährt der Bub sich denn eigentlich? Ich hätte gerne mehr Hintergrundwissen über diese Art von... Ja, ist ja irgendwie ein Außerirdischer, ne? Was genau kann man da jetzt auch nicht sagen? Na. Schade. Bis zu dem Tod nochmal entkommen. So, es geht an sich nach links, deshalb gehen wir nach rechts. Einmal die Bärenfalle sprengen. Hier gibt es auch keine Bären, ist ja zu kalt. Viel zu kalt. Schön, vorsichtig. Das war so klar, wie man immer in sowas reinrutscht. Manchmal ist es ja sehr nett und wenn man von irgendwo runterfällt, landet man direkt auf den Köpfen von Gegnern, um sie zu töten. Oder halt sowas. Okay, hier kommt keiner mehr. Blub. Wie geht man mit solchen Händen denn eigentlich aufs Klo? Fragen über Fragen. Sollten die von Akte X mal klären. Hat jemand mal die neuen Folgen geguckt? Die laufen ja jetzt irgendwie auf Pro7. Ich gucke nur leider echt nie Pro7. Und würde das auch wenn dann auf Englisch irgendwo gucken wollen. Press your up key to use the transporter. Ja, sehr gerne.
Und ich wollte eigentlich gerne vorher auch nochmal die ganzen alten Folgen gucken. Awesome. Ja. Klar, hier brauchen wir jetzt wieder ein bisschen Zeit, aber es ist auch die effektivste Bonus-Stage. Es hat auch was Meditatives, muss ich sagen. Ja, bei meiner Yoga-Lehrerausbildung ist es jetzt ja auch so. Also ich habe ja immer einen Ausbildungsabend in der Woche. Dazu noch einen normalen fortlaufenden Yogakurs und hin und wieder Wochenendseminare. Und dazu gehört aber auch wirklich jeden Tag mindestens, also es sollten mindestens 30 bis 90 Minuten Körperübungen zu Hause sein. Dazu kommt dann natürlich noch, dass man ganz viel lesen muss. Und auch das ein oder andere Mantra auswendig lernen muss. Und ja klar, neben den Körperübungen zählen auch Atemübungen dazu. Die einen auch wirklich ziemlich fit machen und morgens auch sehr wach, muss ich sagen. Ist eigentlich wirklich besser als Kaffee. Hätte ich nicht gedacht. Und auch Meditation. Und ich muss ja sagen, ich habe irgendwie überhaupt kein Problem damit. Also mit noch Joggen und so ein paar Kräftigungsübungen komme ich jetzt im Moment am Tag schon auf 2 Stunden Sport. Also ich kann zwar nicht jeden Tag laufen, aber an den Tagen, an denen ich auch laufen gehe, sind es auf jeden Fall so 2 Stunden, die ich da dann beschäftigt bin. Und das macht mir irgendwie überhaupt nichts aus. Die Zeit finde ich eigentlich immer. Aber ich finde es im Moment noch echt schwierig, mich regelmäßig, also täglich eigentlich, hinzusetzen und zu versuchen zu meditieren. Es ist halt auch was, wo man selber sonst noch nicht so viel mit zu tun hatte. Und man kriegt es ja in der Regel auch nicht so richtig hin, ne? Also es geht ja eigentlich wirklich darum, möglichst wenig zu denken, so ein bisschen in sich zu kehren. Klar kann man auch über Sachen nachdenken, aber eigentlich geht es ja darum, so ein bisschen in seinen Körper mal reinzuspüren, ein bisschen auf den Atem zu achten und möglichst wenig zu denken. Und es tut auch unglaublich gut, muss ich sagen. Also die Tage, an denen ich das konsequent morgens mache, und meistens läuft es jetzt zur Zeit so, dass... Ja, machen wir mal hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also der Matti ist eher so der Snooze-Button-Typ, ich nicht so. Im Moment auch noch, weil es morgens auch einfach noch dunkel ist, wenn der Wecker klingelt, dann komme ich auch nicht gut raus. Aber sonst ist bei mir eigentlich immer Wecker klingelt und go. Und so 1-2 Mal snoozen lasse ich mir jetzt, wenn es dunkel ist, auch noch gefallen. Dann stehe ich aber meistens auf, um Kaffee zu machen. Und manchmal kriege ich es tatsächlich so diszipliniert hin, dass ich, bevor ich die Kaffeemaschine anschmeiße... Und jetzt haben wir mal wieder unsere normale Filterkaffeemaschine aktiviert. Das heißt, jetzt kann ich das parallel machen. Ist voll gut. Bevor ich das mache, setze ich mich wirklich 10 Minuten schön auf mein auch wirklich sehr hübsches neues Meditationskissen. Schön vor die Balkontür. Am besten geht schon so ein bisschen die Sonne auf, man hört die Vögel zwitschern. Und dann mache ich das einfach mal 10 Minuten. 10 Minuten nur für sich sein. So ein bisschen zu sich nach innen gehen und einfach... Vielleicht sich auch überlegen, was der Tag so bringt, was man sich vorgenommen hat, wie der Tag vorher war, sich so ein bisschen auch auf den Tag einstellen. Und es tut total gut. Also ich muss sagen, ich merke das, wenn ich das mal an einem Morgen nicht gemacht habe. Man ist einfach nicht so ruhig dann. Man merkt das schon sehr schnell, aber es kostet mich so viel Überwindung, das wirklich einfach zu machen. Dabei sind es nur, also ich mache es im Moment 10 Minuten, ja. Für den Anfang ist es auch schon völlig okay so. Wenn ich überlege, irgendwie so nach der Yogastunde am Ausbildungsabend machen wir das so mindestens 20 Minuten. Und da hat man aber auch natürlich eine ganz andere Atmosphäre und Umgebung. Da bist du auch nur dafür da. Da hast du nicht noch Kaffee, Frühstück machen, dann irgendwann los duschen und alles im Kopf. Aber ich wünsche, das würde irgendwie... Ach, schade, ich dachte, hier kommt noch was. Ich wünsche, das würde mir leichter fallen. Hat jemand von euch damit Erfahrung? Kann jemand das gut? Ich glaube, es dauert sehr lange, bis man es tatsächlich gut kann, an möglichst wenig zu denken oder auch dann Gedanken zwar wahrzunehmen, aber sie dann einfach erstmal noch beiseite zu schieben. Tja. Aber gerade wenn man auch viel vorhat, es gibt ja 1000 unterschiedliche Arten der Meditation, dann ist es auch echt gut, sich so ein bisschen mal im Kopf durchzugehen, was man alles machen muss, will an dem Tag, das so ein bisschen zu strukturieren. Ich kann es jedem nur empfehlen. Mich entspannt es und macht es sehr viel, ja,
Ich würde jetzt irgendwie sagen zentrierter. Irgendwie bin ich einfach dann mehr bei mir und aufmerksam, wenn ich den Tag so gestartet habe. Aber obwohl es nur 10 Minuten sind, fällt es mir immer schwer, das durchzuziehen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist der Körper ja auch komisch. Oder der Verstand, der Kopf. Ja, aber ist schön. Macht alles sehr viel Spaß und ich freue mich jetzt schon, wenn ich dann irgendwann mal wirklich Yoga-Kurse geben und leiten darf und alles. Da hätte ich schon ziemlich Bock drauf. Und umso besser, ich habe jetzt auch eine Halbtagsstelle dann. Halbzeitstelle. Und das ist halt total gut, weil ich jetzt schon ein bisschen Angst hatte, dass wenn ich jetzt einen Job kriege, ich eventuell doch die Yogalehrerausbildung an den Haken hängen muss, die mir eigentlich super viel Spaß macht. Wo ich auch das erste Mal wirklich das Gefühl habe, das ist genau das, was du immer machen wolltest. Und jetzt ist es total gut, dass das dann einfach eine Halbzeitstelle ist und ich das auf jeden Fall in Ruhe und mit genug Aufmerksamkeit weitermachen darf. Ja, seht euch mal diesen Level an, hä? Was sagt ihr dazu? Ganz was anderes. Und nicht mehr so schön, finde ich. Also ich mag irgendwie diese Naturlevel sehr viel lieber. Es ist jetzt auch nicht mehr so schön, so viel einzusammeln hier. Achtung. Wow. Ja, der schießt aber auch auf uns. Scheiße. Jetzt habe ich gar nicht vorgelesen, was der glaubt zu sagen, Alter, aus Gewohnheit. Wenn ich das Spiel schon so oft gespielt habe, lese ich die halt eigentlich nie. Also an sich, ne. Ich spreng die normalerweise immer direkt, aber ihr habt ja auch gemerkt, so ganz bahnbrechend ist das jetzt auch nicht, was er einem hier immer erzählen will. Das kann ich leider nicht töten, deswegen spreng ich einfach mal hier hoch. So, und jetzt aufpassen, hier gibt es einen unsichtbaren Gegner. Und den übersieht man wegen dem Hintergrund auch eventuell mal. Scheiße. Da läuft er. Seht ihr ihn links? Kommt gleich wieder. Da ist er. Ja, tschüss. Lauf halt da weiter. Ich glaube, mit dreimal könnten wir ihn sichtbar machen. Und dann können wir ihn auch töten. Aber entweder kommt der wieder oder wir finden noch einen. Ja, die Level hier gehen jetzt auch schon dem Ende entgegen. Ich finde die auch nicht mehr so schön. So. Uah, nein, nein. Hoch. Ah, shit. Okay, noch erwischt. Und die letzte. Wo ist er? Jawollo, sehr fein. Geben schön Sternis. So, wir sind hier jetzt im Moment so traurig. Wir hatten irgendwie zuerst die ganze Zeit so die allererste Pokémon-Staffel geguckt auf Netflix. Nee, ich muss da aufsteigen, die fliegt nämlich so oder so jetzt los. Und irgendwie hat Netflix die jetzt nicht mehr. Fragt mich nicht, ich weiß nicht warum, es ist einfach so. Aber dafür hatten sie dann immerhin Pokémon XY. Haben wir da mal geguckt und hier, ne, schön. The future is now, thanks to science. Bester Spruch jedes Mal. Ja gut, dann haben wir halt das geguckt. Aber das war ja auch eine ziemlich kurze Staffel. Und jetzt haben wir irgendwie nichts mehr so... was einfach so schön banal ist, was man irgendwie mal schön zum Frühstück oder so für zwischendurch mal gucken kann. Ist gerade echt schade. Die Sendungen, die wir sonst immer noch geschaut haben, waren zum Beispiel Brooklyn Nine-Nine. Und auch Modern Family. Aber da hat Netflix immer nur die erste Staffel. Und das heißt, die müssten wir jetzt woanders streamen, was ich halt scheiße finde, weil alle Seiten haben irgendwie, wenn du nicht aufpasst, einen schönen Virus für dich parat oder beziehungsweise wenn du halt keinen guten Adblocker oder sowas hast oder irgendwo draufklickst sonst. Das sind übrigens die unsichtbaren Typen hier. Die sehen auch fies aus, wenn sie nicht unsichtbar sind. Da wäre ich auch lieber unsichtbar. Und das ist jetzt total schade. Ich finde, Netflix könnte jetzt endlich mal, die haben doch so viele Kunden mittlerweile, sich da so ein paar mehr aktuellere Staffeln holen.
genauso wie bei Walking Dead, ne? Jetzt neue Folgen übrigens, ja, ich darf nichts spoilern. Ich fand die erste Folge nach dem Mid-Season-Final super geil. Seht mal hier. Hier haben wir ein Hoverboard und das wird ein sehr lustiges Level. Kann ich auch schon mal verraten. Ja, die erste Folge fand ich dann total gut, aber jetzt war da was... Wer es schon gesehen hat, kann mir mal schreiben und raten, was ich hier zu blöd fand. Den anderen bitte nicht spoilern in den Kommis oder so. Naja, manchmal treffen ja so Serienmacher auch Entscheidungen. Ich weiß ja nicht, ob es im Comic auch so war. Ich brauch's nicht. Aber lasst euch überraschen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Okay. Das war's jetzt schon wieder mit diesem Part. Ist jetzt die Donnerstagfolge oder die Freitagsfolge? Ich weiß es nicht. Ihr werdet es besser wissen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wann auch immer die ist. Dankeschön, bis dann.